Da das jetzt geklärt ist, kümmern wir uns wieder darum, Eidolon Security aus dem Geschäft zu drängen. Einer von Eidolon Securities Werbesprüchen lautet, Ihre Geheimnisse sind unsere Geheimnisse. Was wäre, wenn wir all diese vertraulichen Informationen öffentlich machen würden? Das ist ausbaufähig. Ausbaufähig? Macht ihr Scherze? Stellt es euch nur vor. Jeder Vertrag, jedes zwielichtige Geschäft, die Sicherheitsspezifikation aller Kunden von Eidolon, alles für die Öffentlichkeit einsehbar. Hey, Anuni, wofür bezahle ich dich? Wie stellen wir Eidolons Aufzeichnungen ins Holonetz? Das ist schwierig. Eidolons Holonetz-Empfänger sind im Netzzugriffssektor und werden schwer bewacht. Man muss sich da reinhacken, um an die Aufzeichnungen zu kommen. Doch zuerst muss man an Sis Verschlüsselungsprogramm vorbei. Man braucht Sis Codes von ihm selbst und einen hervorragenden Hacker, um in Eidolons Netzwerk zu gelangen. Sie ist ein Bith-Ingenieur, der beste Holonetz-Sicherheitsexperte, den es gibt. Er wird euch diese Codes nicht so einfach geben. Ich kann sehr überzeugend sein. Das habe ich schon gesehen. Ich würde euch alles geben, wonach ihr verlangt. Sie arbeitet momentan für ein republikanisches Unternehmen namens Nebula Communications. Ich schlage vor, dass ihr euch den Weg in Nebulas Büroräume im Industriesektor freischießt, eine Wache schnappt und sie dazu bringt, euch zu sagen, wo sie ist. Wer seid ihr? Was wollt ihr? Wir haben hier nicht viele Credits. Ich suche einen Beth-Sicherheitsoffizier namens Sie. Der Sicherheitstyp vom Holonetz? Ist der in Schwierigkeiten? Das geht euch nichts an. Stimmt. Was rede ich da bloß? Sie ist im imperialen Raumhafen. Er ist auf dem Weg nach Mekis 3 zu einem Geschäftstermin. Er ist wahrscheinlich schon weg. Ich habe euch gegeben, was ihr wolltet. Ihr werdet mich nicht töten, oder? Nein, natürlich nicht. Wirke ich wirklich so geisteskrank? Danke. Danke vielmals. Spreche ich mit dem richtigen Mann? Sicherheitsexperte Sie? Du batulje musta. Ich brauche lediglich die Codes zu den Verschlüsselungsprogrammen von Eidolon Security. Ihr widersetzt euch besser nicht. Werdet ihr unser kleines Gespräch diskret behandeln? Mit etwas Glück ist Eidolon schon tot, bevor er euch erledigen kann. Ich bin zurück mit Sis Codes. Ich wünschte, ich hätte Sis Gesicht sehen können. Anuli, wie sieht's aus? Sieht alles gut aus. Eine wundervolle Arbeit. Sis Codes sind wie Musik. Ja, schon gut. Isoliere die, die wir brauchen und gib das Pad unserem Kopfgeldjäger zurück. Die Empfängercodes von Eidolon Security sind markiert. Leicht zu finden. Sie werden die Verschlüsselungsprogramme ausschalten. Kein Problem. Wofür brauche ich diese Codes doch gleich? Sie gestatten euch Zugang zu allen vertraulichen Daten von Eidolon Security. Sobald wir sie haben, sind Eidolons Geschäfte für alle einsehbar. Nehmt das, ihr Trottel! Also, lasst uns mit Phase 2 unseres Plans beginnen. Eidolon Securities Ruf ruinieren und ihre Kunden fortjagen. Anuli? Verschafft euch Zugang zu Eidolon Securities Datenempfänger. Gebt Sis Codes ein. Dann hackt euch in Eidolons Netzwerk und ladet ihre Daten runter.
Hier ist ein Holonetz-Transmitter. Sobald ihr Zugang zum Eidolon-Netzwerk habt, platziert ihn auf dem Empfänger. Dann kann Anuli die Daten direkt ins Holonetz hochladen. Eidolon Securities gesamte Datenbank ist im Holonetz. Das ist schlecht, sehr schlecht. Für Sie. Die Empfänger sind im Netzzugriffssektor. Sie werden sicher streng bewacht. Eidolon wird seine besten Leute einsetzen, um die Empfänger zu bewachen. Ihr könnt so viele ausschalten, wie ihr wollt. In Ordnung, das sollte Sies Verschlüsselungsprogramme knacken. Transmitter ist platziert, ich hacke mich in Eidolons Netzwerk. Wow, das ist nicht einfach. Anuli hat nicht gescherzt. Eidolons Holonetz-Typen wissen, was sie machen. Wir haben es mit Profis zu tun. Das steht fest. Zum Glück sind wir besser. Ihre Kunden dürften was für ihr Geld bekommen. Komm schon. Komm schon. Ich bin drin. Ich kontaktiere Anuli. Anuli, empfängst du das? Ein ganz schöner Datenstrom, was? Wunderschön. Sies gesammelte Werke. Eine mathematische Sinfonie. Lade die Daten ins Holonetz. Einen Moment. Wir müssen hier weg, bevor noch mehr von Eidolons Söldnern auftauchen. Die gehen viel zu gut mit ihren Blastern um. Sie hatte recht. Ihr müsst verrückt sein. Warum wärt ihr auch sonst hier? Ich bin enttäuscht. Sie wusste, dass es keinen Ort geben würde, wo Eidolon ihn nicht findet. Man kann ihm nicht entkommen. Ihr haltet zu viel von eurem Attentäter-Boss. Weil wir ihn kennen. Ihr habt ja keine Ahnung, mit wem ihr es zu tun habt, ihr ignoranter Söldner. Bedrohung ausschalten! Sofort! Wieder okay? Er hat uns gefunden! Es ist zu spät! Er ist hier! Er hat uns gefunden! Raus! Beweg dich! Es gibt keinen Ausweg! Er wird euch finden! Er findet einen immer! Wir sind alle tot! Haut ab! Weg von mir! Marco! Nein! Wir müssen dahin! Wir müssen ihn retten! Ich laufe nicht direkt in eine Falle. Aber es ist Eidolon. Ihr müsst ihn töten. Das ist mein Auftrag. Also werden wir das auch tun. Wir müssen uns beeilen. Bitte. Halte durch, Anuli. Wir kommen. Anuli. Oh nein. Nein. Es tut mir leid, Marco. Er wollte nur ein besseres Leben. Er hat nie jemandem wehgetan. Komm schon. Wir werden ihn rächen. Ja. Ja, das sollten wir. Nein, das müssen wir. Wie geht es weiter? Wir müssen Galerien finden. Er versteckt sich wahrscheinlich. Vorausgesetzt, er ist noch... Was war das? Alles klar? Ah, da seid ihr ja. Es war ziemlich schwierig, euch zu finden. Ich hielt euch für einen Geheimagenten, aber die Frage war, für wen ihr arbeitet. Ich hätte es wissen müssen. Galerien ist der Einzige, der blöd genug dazu wäre. Ich dachte, ihr werdet größer oder ein Cyborg oder sowas. Ich bin klein genug, um durch jeden Türschlitz zu passen. Und groß genug, um alle auf Nar Shaddaa zu überragen.
Ich muss zugeben, ich bin ziemlich beeindruckt, dass eine Person alleine so viel Schaden anrichten kann. Wenn ihr mich treffen wollt, kommt zu diesen Koordinaten. Ich werde hier auf euch warten. Wenn ihr durch die Tür geht, seid ihr natürlich tot. Eine Schande, wirklich. Unser Aufeinandertreffen wäre wohl sehr lustig geworden. Jetzt zeigt sich, aus welchem Holz Kopfgeldjäger geschnitzt sind. Ich bin schon sehr gespannt. Nun, Jäger, es tut mir richtig leid, Lebewohl zu sagen. Los geht's. Wir müssen bei diesem Irren vorsichtig sein. Unglaublich. Ihr seid hier. Und am Leben. Wer seid ihr? Und was wollt ihr? Ich bin nicht zum Plaudern hier. Wie ihr wollt. Es war mir eine Freude, euch zu treffen. Gegner wie ihr sind selten und kostbar. Es tut mir fast leid, euch töten zu müssen. Wartet. Ich habe gerade eine wichtige Nachricht von Solasch bekommen. Er ist auch ein Lieutenant vom Kartell. Er bietet ein hohes Kopfgeld für Eidolon, wenn ihr ihn lebendig abliefert. Die Hutten wollen schreckliche Dinge mit euch anstellen. Ach, kommt schon. Dieses Kopfgeld werdet ihr nie bekommen. Aber was wären wir schon, wenn wir nicht träumen könnten, was? Kommt. Es ist Zeit zu sterben. Vorsichtiger beim nächsten Mal. Worauf wartet ihr noch? Ihr habt es geschafft. Ihr habt mich besiegt. Beendet es jetzt und geht als der Jäger in die Annalen ein, der Eidolon getötet hat. Ich habe andere Pläne für euch. Wenn ihr mich ans Kartell ausliefert, wäre das die Tat eines brutalen Verbrechers. Ihr seid besser als das. Hört mir zu. Ich appelliere an eure Ehre als Berufskollege. Liefert mich nicht an das Kartell aus. Tötet mich jetzt. Ich verdiene es. Er hat deinen Freund getötet. Du entscheidest. Er verdient es zu sterben. Aber niemand verdient das, was die Hutten ihm antun werden. Erfüllt seinen Wunsch. Wie du willst. Man wird mich nie vergessen. Wir sind nicht wie Eidolon, oder? Wir sind anders, ja? Glaubst du, ich bin ein Attentäter? Ihr tötet Leute für Geld. Wo ist da der Unterschied? Ich kann mich dazu entschließen, sie lebend auszuliefern. Ich frage mich, ob das besser ist. Vielleicht ist das sogar schlimmer. Es liegt noch Arbeit vor uns. Hoffentlich sind unsere anderen Ziele nicht alle so wie dieser Kerl. Wollen wir von ihr abhauen? Ich will so weit weg von Nar Shaddaa, wie es nur geht. Dem werde ich nicht widersprechen. Ich habe ja gesagt, dass dieser Ort scheußlich und schmutzig ist. Eidolon ist erledigt. Meine Quellen bestätigen das. Das Huttenkartell hat soeben das Kopfgeld für Eidolon zurückgezogen. Man sagte mir auch, dass deine Konkurrenz aufgegeben hat. Ich gratuliere, Jäger. Du hast die erste Runde bestanden. Deine nächsten beiden Ziele sind auf Tatooine und Alderaan. Ich schicke dir jetzt die Zielinformationen. Deine Beraterin wird froh sein, dass sie nicht umsonst verfasst wurden.
Bevor du dich dem nächsten Ziel widmest, kehre nach Drob und Kaas zurück. Wir müssen etwas unter vier Augen bereden. Leck, Ende. Ich frage mich, worum es da ging. Der Jagdmeisterassistent sollte während der großen Jagd nicht mit den Jägern kommunizieren. Das ist nicht normal. Kann uns das eine Disqualifikation einbringen? Ich weiß nicht. Der Jagdmeister und seine Stellvertreter müssen neutral bleiben. Eine Kontaktaufnahme mit einem Jäger könnte man als Bevorzugung auslegen. Es hatte nicht den Anschein, dass wir irgendeine Wahl haben. Wir sollten ihn wohl besser nicht warten lassen. Jäger, wir haben nicht viel Zeit, also fasse ich mich kurz. Das Heiligtum der großen Jagd wurde beschmutzt. Es scheint, dass ein Hacker die Liste aller Zielpersonen in die Finger bekommen hat und die Namen an die Meistbietenden verkaufen will. Eine solche Schmach würde die große Jagd zerstören. Jemand muss sich schnell und diskret darum kümmern. Ich bin ein Profi. Ich garantiere stets für Verschwiegenheit. Gut. Du willst bestimmt nicht selbst auf dieser Liste landen. Du musst diesen Hacker finden und herauskriegen, wie er an die Liste gekommen ist. Sobald die Liste sichergestellt ist, eliminiere jeden Narren, der dumm genug war, die Auktion zu besuchen. Die große Jagd ist in guten Händen. Der Jagdmeister hat dich nicht grundlos ausgewählt. Sein Instinkt täuscht ihn selten. Judah, die Zahlmeisterin von Nemro dem Hutten, hat uns von der Auktion erzählt. Sie ist auf Hutter. Sie wird dir mehr sagen können. Das Schicksal der großen Jagd liegt in deinen Händen. Vergiss das nicht. Christa sagte, dass ihr kommen würdet. Ich bin so froh, dass die Mandalorianer keinen Fremden geschickt haben. Bevor ich euch sage, was ich über diese Auktion weiß, muss ich euch um einen Gefallen bitten. Auf dieser Auktion werden sich einige gefährliche Leute rumtreiben, also haltet bitte meinen Namen daraus. Ich will meine Familie nicht in Gefahr bringen. Macht euch keine Sorgen. Ich werde nicht viel reden. Danke. Meine Familie bedeutet mir alles. Ich bekam durch einen von Nemros Partnern Wind von der Auktion. Wir haben ein Geschäft zu Ende gebracht und er wollte wissen, ob Nemro daran teilnehmen würde. Ich habe so getan, als wüsste ich, wovon er redet. So habe ich von dem Hacker und der Liste erfahren. Habt ihr ihn schon mal gesehen oder war es ein Fremder? Ich weiß so gut wie nichts über den Hacker, nur dass alles ganz legitim klang. Die Auktion findet hier in Jiguna statt. Der Hacker hat diese Informationen für Nemro hinterlassen. Hoffentlich könnt ihr was damit anfangen. Die Auktion sollte schon begonnen haben. Lasst mich bitte wissen, wie es ausging. Sonst bekomme ich heute Nacht kein Auge zu. Ihr hört nicht zu. Ich will nicht die ganze Liste. Ich will nur wissen, ob mein Name draufsteht. Ein guter Einwand. Was ist, wenn wir nur an bestimmten Namen interessiert sind? Ich bin mir sicher, dass wir uns einigen können. Das ist der Sinn dieser Auktion. Wie wäre es, wenn ich euch einfach langsam ausbluten lasse und mir die Liste aus euren toten, kalten Händen nehme? Haltet euch zurück. Ich brauche ihn lebend. Vorerst. Redest du mit mir, Witzbold? Du weißt wohl nicht, wo du bist. Sieh dich um. Wir sind die meistgesuchten Mörder der Galaxis. Jeder hier könnte dich in Stücke reißen. Lasst uns Ruhe bewahren, in Ordnung? Wenn ihr nicht zum Bieten hier seid, geht bitte wieder. Ich bin dafür, dass wir diesen Wurm erledigen und uns einen anderen Hacker besorgen, um das Pad zu knacken. Keine Einwände. Nein! Hört auf! Hilfe! Fangt an zu reden. Wie seid ihr an die Liste gekommen? Ich hab sie von einem Typen, einem Mandalorianer. Er hat mir die Codes gegeben, um das Pad zu hacken. Er sagte, ich könnte die Namen verkaufen und ein Vermögen verdienen. Ich will einen Namen. Ich habe ihn nie getroffen. Wir haben über Holo kommuniziert. Er hat sein Gesicht verborgen und seine Stimme verstellt.
Er sagte, dass Taro Blatts Ziele tabu sind. Vielleicht hat er Geld auf ihn gesetzt. Oder Taro Blatt hat diesem Hacker die Liste gegeben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Blatt seine eigenen Hände schmutzig machen würde. Dieser Kerl hat sein Leben schon mehr als einmal verspielt. Das wird euch helfen, ihn zu finden, oder? Ich habe euch alles gesagt, was ich weiß. Bitte lasst mich gehen. Ich werde keinem mehr von der Liste erzählen. Versprochen! Wer kennt sonst noch den Inhalt dieser Liste? Dämmerus Zahlmeisterin Judah. Sie hat mir geholfen, die Auktion zu organisieren. Sie besitzt eine Kopie. Ich habe zugestimmt, den Gewinn mit ihr 50-50 zu teilen. Alle anderen hier sind tot. Also sie ist die Einzige, die von der Liste weiß. Lasst mich bitte gehen. Ihr müsst verschwinden. Für immer. Verstanden? Niemand wird je wissen, dass ich überhaupt existiert habe. Ihr seid zurück. Ich hatte mir schon Sorgen gemacht. Habt ihr euch um alles gekümmert? Ich weiß, was ihr getan habt. Macht keinen Ärger. Es ist nicht so, wie ihr denkt. Ich schwöre. Immerhin war ich es, die Mandalorianer gerufen hat. Ich habe nicht gewusst, dass es um die große Jagd ging. Ich wusste nur, dass Billikin wertvolle Informationen besaß und Hilfe brauchte, um Käufer zu finden. Er gab mir eine Kostprobe und schlug vor, dass wir den Gewinn teilen würden. Ich erfuhr erst später, was das für eine Liste war. Solche Geschäfte sind immer mit einem Risiko verbunden. Ich war naiv. Ich habe das Geld so dringend gebraucht, dass es mich nicht gekümmert hat. Hier. Das ist die einzige mir bekannte Kopie der Liste. Und solange ihr niemanden auf dieser Auktion am Leben gelassen habt, weiß niemand mehr davon. Aber haltet bitte meinen Namen daraus. Ich habe alles versucht, um es wieder gut zu machen. Euer Geheimnis ist bei mir sicher, aber glaubt nicht, dass ich weich geworden wäre. Danke. Ihr wisst nicht, was mir das bedeutet. Passt auf euch auf, Judah. Vielleicht sehen wir uns das nächste Mal unter erfreulicheren Umständen. Ihr seid hier immer willkommen. Viel Erfolg bei der großen Jagd. Schön, dich gesund und munter wiederzusehen. Hast du dich um diese Auktion gekümmert? Die große Jagd ist in Sicherheit. Es scheint, dass man den Instinkten des Jagdmeisters trauen kann. Und weiter? Das war kein einfacher Wiederbeschaffungsauftrag. Hast du rausgefunden, wie der Hacker an die Liste kam? Der Hacker hat noch im Sterben geschworen, dass er nicht weiß, wer ihm die Liste ins Holonetz gestellt hat. Liegt nahe, dass sich dieser Feigling versteckt. Wenn er die große Jagd verraten hat, wird ihm das teuer zu stehen kommen. Wir haben die Liste wieder. Das muss vorerst genügen. Danke, dass du dich darum gekümmert hast, Jäger. Gute Arbeit. Deine Ziele auf Tatooine und Alderaan werden wohl kaum Selbstmord begehen. Schnapp sie dir, und zwar schnell! Erinnert ihr euch an Lord Darka? Die Altakas haben seine triumphierende Rückkehr nach Hause aus grauenvoller Gefangenschaft bekannt gegeben. Er wurde bereits gebeten, zu reisen und davon zu erzählen. Ich frage mich, wie viel er über sein kleines Abenteuer erzählen wird. Wir sollten uns eine Aufnahme besorgen und das herausfinden. Also, ich habe mich gefragt, was für Leute geheime Regierungsdinger in die Köpfe ihrer Kinder stecken. Ich dachte mir, es muss was in den offiziellen Akten geben, das ich ans Licht befördern kann. Ich vermute, du hast nichts gefunden, das ein paar Credits wert wäre, oder? Ich wünschte, es wäre so. Über die offiziellen Kanäle konnte ich nichts finden. Ich wurde offenbar nicht auf dem Schmugglermond geboren. Aber irgendjemand auf Nar Shaddaa erinnert sich doch bestimmt an sie, oder? Ich muss einfach weiterragen. Du musst doch irgendeine Idee haben, wer sie waren. Nein. Aber ich stelle mir gern vor, dass sie Schmuggler waren, die auf tragische Weise beim Transport einer Ladung illegaler Giskas erschossen wurden. Oh, Krista ist auf einem Notfallkanal. Mal hören, was sie zu sagen hat. Endlich. Ihr seid vielleicht schwer zu erreichen. Ignorier meine Aufzeichnung für Tatooine. Alles ist jetzt anders. Der Hacker, der die Liste der großen Jagd verkauft hat, hat damit eine Welle ausgelöst.
Irgendjemand hat an dem Ziel gesteckt, dass er auf der Abschussliste steht. Daraufhin hat er sich natürlich zurückgezogen. Ist mir egal, ob er weiß, dass ich komme. Sagt mir nur, wer er ist. Sein Name ist Tiresius Lucai, ein Schurke und schon seit Ewigkeiten einer der meistgesuchten Verbrecher der Galaxis. Der Tiresius Lucai? Dieser Schmuggler hat das Huttenkartell, die X-Change und die Schwarze Sonne um ein Vermögen betrogen. Und seitdem kauft er sich von allem Ärger frei. Vor 2 Tagen hat dein kopfgeldiger Konkurrent Tiresius Schiff über Tatooine abgeschossen, ihn dann aber in der Wüste verloren. Das bedeutet, dass Tiresius noch hier ist. Es gibt keine Berichte darüber, dass er anderswo ist. Das Gute daran ist, dass Tiresius Devaronianer ist. Er sollte nicht schwer auszumachen sein. Das stimmt. Ich habe in meinem ganzen Leben 2 Devaronianer gesehen. Die haben rote Haut und 2 große Hörner auf dem Kopf. Sprich mit dem Raumhafen-Verkehrsregelungsdruiden in Mos Eila. Finde heraus, ob dort kürzlich Devaronianer gesehen wurden. Raumhafendroide, Mos Eila. Verstanden. Es heißt, dass Tiresius ziemlich gerissen ist. Wenn man ihn hat, hält man ihn besser gut fest. Viel Glück bei der Jagd. Christa, Ende.